Hi Christian, schön, dass wir es mit Davis Cup sehen. Steht 2:0 nach dem Freitag gestern. Heute steht Doppel an. Aber ich bin gestern ins Hotel, habe noch ein bisschen relaxed, im Internet gesurft, habe gesehen, bei Tennis Point gibt es was ganz Neues oder was Interessantes für die Fans. Bei uns gibt es immer was Neues, wie du weißt. Aber momentan haben wir eine tolle Aktion. Wir verlosen momentan das Equipment, das hast. Also vom Original-Tennisschläger bis hin zum Schuh von Roger Federer. Momentan ist aktuell der Schläger von den Bryan Brothers drin, mit dem wir die US Open gewonnen haben. Wenn ich original sage, jetzt gebe ich den Originalschläger nach dem Platz, Original-Griffband, Original-Hybrid-Seite. Gerade für Sammler sehr interessant. Super, also es sind wirklich die Schläger, die Jungs in der Hand haben. Getunte Schläger, was wirklich viele nicht wissen und viele interessiert, wie ist der Schläger wirklich ausgewogen, wie viel Blei haben sie reingepackt. Und interessant. Genau, was Interessantes gibt es vielleicht auch für dich. Es gibt nämlich die New School of Tennis und im mentalen Bereich bist du auch noch ausbaufähig, oder? Ja, ich habe verschiedene Defizite und ich glaube, da könnte mir das mentale Training deutlich helfen. Ja klar, ich habe auch mit den Jungs in Stuttgart hier ein bisschen was ausprobiert. Das hat auch gut funktioniert und habe auch bei so Trainings ein bisschen was ausprobiert. Ich war in Amerika bei Sean Brawley, habe das dort mir angeschaut. Und das Schöne ist, dass wirklich für alle Leistungsklassen das Training wirklich ganz toll ist und was bringt. Das heißt, mich kann man noch verbessern? Dich kann man auf jeden Fall verbessern. Und wie viel Prozent kann ich du kennst ja meine Spielstärke, und wie viel Prozent kann ich mich noch verbessern? Ich glaube, dass du gut 30-40% rausholen kannst. Ohne, dass du deine Technik veränderst. Aber da musst du über die Nominierung morgen nochmal nachdenken. Dafür ist es jetzt zu spät. Okay. Aber für die Fans ist wichtig, Informationen dazu gibt es unterhalb dieses Videos. Seht ihr einen Link. Wenn ihr draufklickt, kommt ihr zur New School of Tennis und könnt euch dort alles anschauen.